Unser Morgen begann früh. Mit Kakao und Tee wie jeden Tag. Heute fahren wir zu einigen Orten innerhalb des Nationalparks. Aber vorher werden wir erstmal diese schöne Aussicht genießen. Hast du denn gut geschlafen in dieser wunderbaren Aussicht? Wunderschön war's. Manche Täler im Tal waren noch voll mit Nebel, das war cool, weil das immer so aussieht, als wäre dann Wasser da. Finde ich ganz beeindruckend. Jetzt gibt's Frühstück. Guten Appetit. Jetzt. Dann war es Zeit, weiterzufahren. Tiefer in Serra Estrella Nationalpark. Doch was uns am höchsten Punkt Portugals erwartete, war nicht wirklich angenehm. Das Wetter hier oben hatte wirklich alles zu bieten. Von Schnee bis Hagel und orkanartigen Windböen kam uns hier wirklich alles entgegen. Herzlich willkommen in Portugal. Wir befinden uns hier auf dem Torre, wo der Wind so stark ist, dass die komplette Tonspur für uns unbrauchbar ist. Und in dem Augenblick wollten wir einfach nur in irgendein Restaurant und was Warmes trinken. Hier auf fast 2000 Meter gibt es übrigens Portugals einzige Skipiste. Leider hat das Café Corona-bedingt geschlossen gehabt und wollten eigentlich was Leckeres, Warmes trinken. Ging nicht. Jetzt machen wir hier kurz die Routenplanung für die nächsten ein, zwei Tage. Des Conches, ein runder Wasserfall im See. Go,
noch immer im Serra da Estrela Nationalpark. Total interessant, wie sich hier die Vegetation die ganze Zeit verändert im Vergleich zu unten. Aber hier ist jetzt total felsig und Bäume gibt es gar nicht mehr. Hier sind nur noch so Büsche und Moos. Ja, und die Wolken, die ziehen hier immer so zwischen die Felsen. Das sieht total spannend aus. Wir waren gerade Opfer eines Hagelsturms. Ich habe eindeutig nicht die richtige Jacke dafür. Aber da hinten scheint die Sonne und der Himmel ist blau, also Beeilung! Allwetterwanderer. Es fängt gerade schon wieder an zu regnen, aber in der Regel hält uns das nicht ab, irgendwo hinzugehen, weil man alles für sich hat. Es sind weniger Leute unterwegs und es ist definitiv zu Corona-Zeiten ein Vorteil. Das ist genau richtig gemacht. Wir sind bei Regen losgelaufen, bei Sonne angekommen. Wir sind endlich an diesem Höllenloch angekommen. Es ist lauter als gedacht und es ist auch echt größer als gedacht. Und wir hatten Glück, dass heute Wasser fließt, aber haben wir uns irgendwie schon auch gedacht, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Gestern auch schon ein bisschen. Also auch daher, was Glück haben, damit man das so sieht, ist genau. Halt eigentlich nur ein Loch im See mit einem Tunnelsystem drunter. Und wir haben nicht gedacht, dass es eigentlich so spektakulär ist. Wir dachten, okay, es ist halt ein Loch. Aber wir können es empfehlen. Also ich finde es schon angsteinflößend, wenn man da so länger reinguckt. Ich will da nicht reinfallen. Wer Rückkehr der Jedi-Ritter geguckt hat, der kriegt auch Respekt davor.